Wie bist du da reingekommen? Über die Treppe von der Straße aus. Ich habe dir heute Morgen prophezeit, dass du vorbeikommst. Dass du sofort fertig kommst, hätte ich nicht gedacht. Bitte, setz dich. Richard, ich muss mit dir sprechen. Ich bin also wieder Richard. Wir sind wieder in Paris. Bitte. Dein unerwarteter Besuch hat nicht zufällig mit dem Transitvisa zu tun. Mir scheint, solange ich die Papiere habe, werde ich niemals alleine sein. Du kannst jeden Preis verlangen. Aber du musst mir diese Transitvisa geben. Ich habe das alles schon mit deinem Mann besprochen. Nichts zu machen. Ich weiß, wie du über mich denkst. Aber ich bitte dich, lass das jetzt mal beiseite. Es geht um etwas Wichtigeres. Muss ich mir jetzt wieder anhören, was für ein großartiger Mensch dein Mann nicht etwa ist. Für welch bedeutende Sache er nicht kämpft. Es war früher auch mal deine Sache. Auf deine Weise hast du um dasselbe gekämpft wie er. Ich kämpfe für nichts mehr. Nur mehr für mich selbst. Ich bin die einzige Sache, an der ich noch interessiert bin. Wenn du jetzt... Na gut. Ich habe mich bemüht. Ich wollte dich überzeugen. Jetzt will ich diese Visa haben. Hol sie mir. Brauche ich nicht holen. Ich habe sie bei mir. Leg sie auf den Tisch. Nein. Zum letzten Mal, leg sie auf den Tisch. Wenn dir Laszlo und die Sache so viel bedeuten, wirst du vor nichts zurückschrecken. Na komm. Schieß schon. Du würdest mir damit einen Gefallen tun. Richard, ich wollte dir fernbleiben. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Dass du verschwunden bist aus meinem Leben. Wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe. An dem Tag, als du Paris verlassen hast. Wenn du wüsstest, wie ich dich geliebt habe. Wie ich dich immer noch liebe.